Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Titan Quest All Classes. Wir haben das letzte Mal Atlantis beendet und sind jetzt dabei, auf Episch mit dem Eroberer in Immortal Throne Area reinzugehen, beziehungsweise in die Hades Die Area. arkanischen Künste sind nicht bis dann. Und Ein da wollte guter ich noch mal Tag, um kurz deine Last zu schauen. schmälern. Oh ja. Ich hatte mal so ein bisschen geschaut, was ich mir noch hier so machen kann. Ich hatte mir noch mal ein paar Sachen, ein paar Ringe angeschaut. Und tatsächlich, ich werde mal jetzt aktuell den Ring der Gea rausnehmen und dafür in den Alke rein. Denn der Hauptgrund für den Ring der Gea ist der Elementwiderstand und den brauchen wir aktuell noch nicht. Aber den Alke, der gibt uns einfach mal knapp 300 Ein mehr wahrer Held, eine Karawane. an Stärke. Was immer so ein bisschen bitter ist, wenn man bedenkt, dass ich Alke und Timaios, also die beiden Ringe, die hier dieses Eroberer-Set ergeben, oder ich sage immer Eroberer-Set, aber eigentlich ist es physisches Nahkämpfer-Set oder. Ja, gut, eigentlich schon ein bisschen Eroberer. Ich habe die beiden Ringe immer relativ gebullshittet. Dafür, dass sie eben relativ wenige Stats haben. Und auch ihr Set-Bonus, ne, die beiden sind ja ein Set, sind eben relativ mau dafür, dass man. Ich muss noch mal kurz zurück nach Rhodos. Und auch die. Ja, der Set-Bonus ist relativ mau dafür, dass man eben zwei Ringslots braucht. Haha, sei deiner Natur Möchtest du deine treu. Sachen verstauen? Und deswegen hatte ich da immer so ein bisschen, Ein wahrer ja, Held, meine habe mich immer so ein Karawane. bisschen drüber lustig gemacht, dass die eigentlich so gut wie gar nichts drauf haben, diese Ringe. Und das ist ein bisschen ironisch, wenn man bedenkt, dass ich jetzt zwei Helden in Folge habe, wo der Timaios mir einmal auf meiner, bei meinem Nachsinnen dann den Arsch gerettet hat, weil ich da relativ viel Leben gebraucht habe. Ja, jetzt haben wir hier einen Alke. Eben den zweiten Ring aus dem Set. Und das ist gerade der beste Ring, den ich habe, den ich hier in diesen Ringslots legen könnte. Also sind genau diese beiden Ringe, die ich immer dafür gebullshittet habe, dass sie super schwach sind. Und ich habe mich immer über diese Ringe lustig gemacht, von wegen, warum die Ringe nehmen, wenn man einen Ring mit 20 verschiedenen Boni Krabbellasso. haben kann. Ja, stellt sich raus. Jetzt aktuell sind die beiden Ringe situationsbedingt das Beste, was ich nehmen kann. Besser gesagt, einer dieser beiden Ringe und der andere war es schon mal. Situationsbedingt das Beste, was ich haben kann. Und da merkt man, liebe Leute, auch schwaches Equipment hat durchaus seine Das ganze Daseinsberechtigung. Dorf. Ja, ich musste gerade eben noch mal kurz zurück. Hatte ich auch gesagt, Herrn der Fürsten geholt. Bin mal gespannt, wie gut ich mich gegen Toxes schlagen kann. Butes Advokat hat gar nicht so viel, aber ein Beutestudium obendrauf. Ist auch ein Speer, den ich relativ selten finde in MI. In MI, was relativ selten zustande kommt. Deswegen immer gerne gesehen, wenn ich dann doch mal einen finde. So, Dave war jetzt nicht das Problem. Dann gucken wir mal, wie es die anderen so sind. Parnell. Der war ja ein bisschen fieser noch, als es den ersten Anschein hatte. Der hat mir meinen Amtsschirm hier komplett gekillt. So, let's get ready for good music.
Ach, morgen lebt auch noch. So, die ganzen Chants habe ich auch schon down. Frazier habe ich down. Eine Sekunde, spiele ich gerade wirklich auf episch? Schwierigkeit episch, okay. Komplettes Weihnachtsmann-Set. Gefühlt. Und ich krieg dann fucking Timaios, passend zum Alke, den ich schon trage. So, ein Schattenring. Nett. Okay, ich kannte diese Waffe nicht. Chapeau. So, das Weihnachtsmann-Set lasse ich aber liegen. Bei dem weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht. Ja, moin. Ich nehme den mal mit. Eventuell kann man da was Witziges mitmachen, aber das Weihnachtsmann-Set lasse ich normalerweise lieber liegen. Weil es gibt so ein paar Sets, Weihnachtsmann, dann der Detektiv, Sherlock Holmes Set gibt's noch. Und die sind allesamt relativ stark und eigentlich nur sonderlich stark, wenn man sie... Also sie sind, haben fast keine Anforderungen und für die Anforderungen, die sie haben, sind sie viel zu stark. Und das würde mir jetzt wahrscheinlich sämtliches Early Game viel zu leicht machen. Ich meine, wenn man im Early Game aufpasst und ein paar Sachen sich gut hinlegt, Early Mid Game, also bis Mitte episch, dann braucht man diese Sachen eigentlich nicht. Wir müssen das Signal. Und ich finde auch immer, es passt nie sonderlich gut rein. Wunderbar. So, wir haben immer noch die gute Musik. Ach stimmt, ich kann Fackelläufer ja sogar heilen mit meinem neuen Mut. Aber ja, das ist natürlich eine Sache, die ich die ganze Zeit schon vergessen habe. Ich wollte gerade gehen, weil ich dachte, ich wäre schon durch. Bin ich noch nicht? Oh, war der gut.
Ich weiß jetzt nicht, von was genau. Säurestrahl. Von irgendeinem meiner Ausrüstungsgegenstände kriege ich einen Kriegswind. Verleiht seiner Wille, Präsenz für die Fähigkeit. Na, verleiht Fähigkeit Kriegswind. Mir mit uns Anhänger war es. Kriegswind war ja normalerweise ein Skill, den ich eigentlich das nicht Signal vorhatte zu skillen auf diesem Charakter. Aber theoretisch kann ich den auch des häufigeren mal spielen. Einfach weil ich dadurch noch einen zweiten Dash habe. Neben meiner Schildramme. Mein Feldwebel hat mich zu... So. Halt. Vielleicht sollte ich mit dem reden. Meinst noch. Glaube, ich muss nicht mal mit ihm reden. Ein zweites Mal, es reicht, wenn ich die Quest bei ihm abgebe. Eigentlich. Kummerbringer. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich keine Energie mehr habe hier, oder? Nee, Kummerbringer war nicht der Energieabzug. Irgendwo habe ich gerade meine komplette Energie lassen müssen. Dann war es wahrscheinlich noch ein anderes Item, was noch irgendein Spezi von ihm dabei hatte. Ja, aber Kummerbringer auch mittlerweile ein Legendary, was wir schon häufiger gesehen haben. Ist ja wirklich interessant, es gibt so ein paar Legendaries, die einfach dauernd fallen. Alketimaios sind tatsächlich auch solche Kandidaten. Sehr schön, dann kommen wir hier durch, haben wir den Schattenläufer drin. Du brauchst mehr Energie. Okay. Vorboten Brustpanzer. Es wäre halt schon witzig. Ich meine, ich mach's beim Templer schon nicht, aber es wäre schon witzig, wenn ich dann wenigstens beim Vorboten das richtige Set dazu spielen würde. Should be possible. Nicht komplett. Es wird eher so eine Midgame-Sache. Für episch wahrscheinlich. Oder besser gesagt, Ragnarök normal bis episch rein. Da kann man mal drüber reden. Die Aber witzig wäre es allemal. Then again, Tiger plant schon wieder Equipment für. Charaktere, wo er noch nicht mal weiß, in welchem Jahr dieser Charakter überhaupt stattfinden wird. Du bringst meine Held an meine Tür.
ist weg. Ich glaube, ich... Wie könnte ich... Einst gab es ein... So, dann können wir weiter. Okay. Dann gehen wir auf jeden Fall noch Level 57 in dem Bereich. Könnte sogar einen großen Teil. Man könnte sogar relativ weit reingehen mit den ganzen Nebenquests, die wir haben. Könnte relativ viel gehen in der Hinsicht. Du brauchst mehr Energie. Ja, das ist so ein bisschen das... Oh. Das wirklich daran? Nee, okay. So, die ist Level 60 gewesen. Das passt. Gut. Es ist immer so ein bisschen interessant, wo die ganze Zeit meine Energie hingeht. Ich achte mir mal so ein bisschen mal drauf. Aber scheinbar ist es wirklich so, dass mein Pulverisieren mehr Energie braucht, weil ich mehrere Gegner gleichzeitig angreife, offiziell. Hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet. So, damit sind wir mal wieder hier in der Gegend der grauen Schwestern. Oh, Ares Blut. Hatte mir tatsächlich auch überlegt, ob ich dieses Rezept verwende. Aber tatsächlich knattert die Disziplin von Kunlun noch ein bisschen stärker. So, hier vorne ist die Nachtblume, die kriegt tatsächlich eine Menge Damage durch. Das hat schon ein bisschen wehgetan. Erfahrungsschrein nehme ich immer gerne mit, also wenn ich ihn mal aufheben dürfte. Danke. Aufheben sage ich, aktivieren meine ich. Man könnte meinen, ich habe jetzt schon ein bisschen was an Mundgulasch. Okay.
wollte mich aber gerade richtig flachsen, oder? Eine Gegner, ich denke mir, ach komm, nimmst du noch mit und dann rennt der so weit weg. So, Kopfpilze haben wir. Das Nachtblumenblatt haben wir wahrscheinlich auch mitgenommen vorhin, richtig. Ich bin mir da manchmal... Ich traue mir da selber nicht. Und schau dann immer nochmal doppelt drauf. Weil ich weiß, dass ich das schon ein paar Mal gebracht habe, dass ich dachte, ich hätte was mitgenommen oder hätte was gemacht. Und dann war das gar nicht der Fall. Dann habe ich das Ding schlau wie ich bin einfach liegen lassen. So, Stärke und Geschick hier rein. Und jetzt ist die Frage, was hatten wir eigentlich gesagt, dass wir aktuell skillen wollen? Und das eine Kriegsführung eventuell? Ist tatsächlich ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, deswegen habe ich es gar nicht so im Kopf. Ausweichangriff wäre natürlich eine gute Möglichkeit. Die Kampfwut könnte ich hochziehen. Dann hätte ich hier noch ein bisschen mehr Schaden drin. Zumindest während die Kampfwut läuft, aber so viel bringt die eigentlich nicht. Schildramme wäre eine Möglichkeit. Störung natürlich. Oder ich gehe natürlich auf den Schildschmetterer. Nope. Doch, Schildschmetterer. Hatte gerade überlegt, ob ich ihn eventuell Trotz mitnehme, aber... Es gibt eigentlich keinen Grund für mich, den Trotz aktuell zu nehmen, weil... Reflect Damage, also Schadensreflexion, ist jetzt nicht wirklich ein Ding für mich. Und... den anderen großen Vorteil, den Trotz bietet, ist mehr Elementwiderstand. Ja, guess what? Ich habe gerade eben den Ring weggelegt, weil ich eh genug Elementwiderstand habe. Also, da müssen wir dann, glaube ich, nicht drüber reden, dass der Trotz aktuell eher Prädikat unnütz für uns ist. Sehr schön. Und einmal hier reinfahren. So, dann haben wir hier den Mondschlüssel. Und dann nehmen wir hier nochmal ein paar Gegner mit. Okay, diese Geistziffern hauen tatsächlich drauf. Die machen also nicht direkt Lebenskraftschaden, sondern anscheinend irgendwas anderes, weil mit Lebenskraftschaden alleine dürfen die gar nicht so viel Damage machen, wie sie es hier gerade tun. Die haben gerade richtig gut durchgezimmert. Das muss irgendein anderer Decay-Effekt gewesen sein. Ich dachte, das wäre so eine Art Lebenskraftschaden-Stot, den man da kriegt, aber... Scheinbar ist das nicht der Fall. So, bevor ich da über die Brücke gehe, brauche ich natürlich wie immer noch meine Allraune. Aphodil. Immer, wir sind hier in Sümpfen und ich denke immer an die Sumpfallraune, aber ist es ja nicht. Es ist natürlich Aphodil, was gebraucht wird.
Gut, damit können wir auch Lampetos Trank abschließen. Und dann können wir hoch in die Ruinen. Denn da gibt's nochmal einiges an Nebenquests, wie ihr, wenn ihr das, wenn ihr die Challenge schon länger verfolgt, dürftet ihr das ja durchaus mittlerweile wissen. Das ist auch eine Sache, die ich super interessant finde, ob das eventuell den ein oder anderen, ich sag mal, in Anführungsstrichen Langzeitzuschauer verkraulen würde, wenn ich diese Challenge mache. Einfach weil ich halt pro Charakter den seltenen Content dreimal zeige, was eben heißt, dass wir, wenn ich die Challenge tatsächlich komplett durchspiele, haben wir jede Stelle oder jede wichtige Stelle im Spiel 165 Mal gesehen. Ne? Und da kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass einige Leute sich sagen werden, ist ja unspannend, kenne ich ja schon alles, den Scheiß. Ja gut, then again, was läuft sonst auf diesem Kanal hier, auf diesem YouTube-Kanal? VODs von meinen Speedrun-PBs, die ehrlich gesagt ja eigentlich auch mal das gleiche sind. Also von dem her, sollte das zumindest in dem Zusammenhang relativ wenig machen. Interessantes Teil. Gibt einfach nur prozentualen Giftschaden und das war's. Ja gut, nicht ganz nur, aber... So, da muss ich oben rein. Okay. So, da haben wir dann den Sonnenschlüssel. Damit haben wir beide Schlüssel und wir müssen natürlich noch unten in die Ecke reinschauen, um das Mädel zu retten. So, damit haben wir die Schatzjäger auch mal angenommen als Nebenquest. Und dann geht's weiter. Popeita. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Du schickst mich. So, damit haben wir das Buch der Leichenkönigin. So, oben links müssen wir noch mal kurz rein. Da haben wir nämlich den Kollegen Mr. Bitte hilf meiner Schwester, ist schon längst erledigt.
Du hast meine Schwester mit der Güte deines Herzens. So. Okay. Ich finde es ziemlich interessant, wie geballt hier in Hades, in der Immortal Throne Area, wie geballt hier die Nebenquests sind. Ich meine, du hast natürlich hier diese super vielen Nebenquests direkt am Anfang. Bis einschließlich Epirus. Und dann hast du hinten, wenn es in die Unterwelt geht, auch schon noch viele vergleichsweise. Also gerade wenn man es beispielsweise die Dichte vergleicht mit Eternal Embers. Gut, wobei man dazu sagen muss, zwischen Immortal Throne und Eternal Embers liegt tatsächlich noch ein bisschen mehr als nur ein paar Jahre, wie beispielsweise Ragnarök Eternal Embers. Aber, du hast zwar immer noch relativ viele in Immortal Throne, aber auf der anderen Seite hast du, weniger als hier in der Gegend. Also, die sind halt aufeinander, Kampfmagierrobe, nice. Die sind ein bisschen aufeinander geballt. Okay, Kampfmagierrobe ist natürlich eine super interessante Option, wobei man dazu sagen muss, ist auch nur ein 38er. Und hat kaum was an Resistenzen. Das heißt, es ist eher auch eine aus der Zeit, wo man offensive und defensive Items hatte, und das ist ein ziemlich offensives Item. Ja, was wollte ich sagen? Ja, auf jeden Fall die Nebenquests, hast du eine relativ hohe Dichte hier, dann hast du nochmal eine relativ hohe Dichte direkt in der Stadt der verlorenen Seelen. Und der Rest vom Akt ist deutlich spärlicher besiedelt, was das angeht. Gerade wenn man Turm des Gerichts sieht, wo man... Ja gut, wobei Turm des Gerichts, man merkt es gar nicht so, weil da Turm des Gerichts in der Area hat man ja auch schon wieder mit... Hades Schatzkammer zu tun. Deswegen merkt man das eventuell nicht ganz so stark. Halbmond der Artemis, nice. Durchschlagsschaden, Durchschlagsvergiftung, besonders an jener Zone. Geschicklichkeit, Angriffen und Geschossen auszuweichen. Interesting. So, wir haben 60% Lebenskraftschadenswiderstand, 60% LKS. Und ja, der kleine Ausflug hier auf der Seite, der ist gerade so ein bisschen just for fun. Ein Sterblicher, ein Leckerbissen. Ich kann ihn riechen.
Gut, Auge der Grauen haben wir. Hier jetzt aber keine Items. Was in Ordnung ist, ich meine, ich hab relativ viele Sachen gerade gefunden schon, also... Das war schon ziemlich viel, was ich jetzt gerade gefunden habe in der Zone. Also, ich wollte natürlich nicht nach Rodos, wie ich es initial gemacht habe. Hier ist dein Trank. So, ich wollte zuerst hierher. Versuche einmal mit all diesen Frauen zu verhandeln, die dich in eine Maus verwandeln können. Kampfmagier, wo lasse ich da? Den Kummerbringer brauche ich nicht. Den hatte ich gesagt, lasse ich da. Der Schattenring. Ist auch eher Utility eigentlich. Den. Lass ich mal da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Set-Bonus bringt. Das könnte tatsächlich sein, dass der interessant wird. Vorbote. Gut. Timaios habe ich keinen mehr tatsächlich. Auf Wiedersehen. Dementsprechend lasse ich den auch mal da. Und dann kann ich nach Rodos. Und kann hier in Rodos mal eben noch die Quest abgeben. Ja, finde die Kraft in dir. Und jetzt wird's interessant, weil ich natürlich bald mal wieder auch meine... mein Karawanenstauplatz... schließen muss. Das ist ein Quest-Item, den sollte ich vielleicht da lassen. Den Herrn der Fürsten kann ich sehr gerne da reinlegen. So, und zum Thema Stauplatz schließen. Ich babbel schon wieder, ohne darüber nachzudenken, was ich eigentlich reden will. Ich meine natürlich, dass ich mal langsam wieder mein bisschen Platz schaffen sollte im Inventar. Du hast es nicht seit Person. So. Ich sehe. Ah, wir haben wirklich so schon wieder ein halbes Level up hier. Was eine super geile Sache ist. Sie kamen schnell und mit großen. Man sagt. Hast du Admetus gesehen? Die Läden, die ich in Paseron hatte, weg. Und das hier, das auf Wiedersehen. Okay. Diese seltsamen Soldaten. Okay. Dann einmal hier durch Paseron. Also was ich übrigens meinte mit dem großen Gebiet, was am Anfang sehr viele Nebenquests hat, das schließt tatsächlich Paseron mit ein. Also dieses Gebiet hatte ich gedanklich so gesteckt mit Rodos bis Paseron. So, also Medeas Hain, hinten die aus Auge der Grauen und eben ein bisschen außenrum. Und dieses riesige Gebiet, da muss man halt schon sagen, da sind super viele Nebenquests in dem Gebiet. Sind die Monster weg? So. Danke, dass du...
Gut, dann schnappen wir uns mal Natmetos. Und natürlich auch den feindlichen Hauptmann, heißt das, glaube ich. Quest. Ich dachte, so, Medizinvorrat. Admetos, lass mal verrecken, den brauchen wir unten. Okay. Ich merke, dass ich heute relativ viele Energietränke einfach schlucke. Die letzten Male hatte ich noch so ein bisschen diese Disziplin, dass ich sage, nicht genug Energie. Ich nehme keine Energietränke, sondern ich mache das über neuer Mut. Aber jetzt schlucke ich einfach die ganze Zeit Energietränke. Okay, sehr schön. Dann ab geht's nach unten. Okay, jetzt können sie es langsam. Ich hatte, glaube ich, schon vor ein paar Folgen schon mal erzählt, dass ich hier in der, sag mal, Startzone von einem Sportflugplatz bin. Das heißt, wenn ich da zum Fenster rausschaue, sehe ich häufiger mal Sportflugzeuge sich in die Lüfte erheben und eben auch relativ viele Segelflieger, die hier hochgeschleppt werden gerne. Und vorhin, als ich den Stream angeschalten hatte, da dachte ich mir schon so, ah, kannst du das Boot? Wir ist ein bisschen sportlich, dass wir es heute versuchen, weil Segelflieger brauchen immer relativ gute Bedingungen. Ne. Man kann natürlich auch, es geht bei Regenwetter, aber eigentlich eher ungeil.
Sondern man will eben schauen, dass es normalerweise sonnig ist, weil dann hast du eben auch eine gute Sonneneinstrahlung natürlich auf die Felder, auf die verschiedenen, und dann kannst du nämlich auch besser segeln. Nennt sich Thermik, für die Leute, die es nicht wissen. Geht einfach darum, dass ein Segelflieger so aufgebaut ist, dass er an Höhe gewinnen kann, wenn er von dem warmen Boden, wenn die Sonneneinstrahlung auf den Boden knallt, dann wird der Boden warm. Und die Hitze, die strahlt der Boden dann natürlich wieder ab. Das heißt, da unten wird es heiß und dadurch hast du heiße Luft. Oder ein bisschen wärmere Luft, die dadurch eben aufsteigt. Und diese aufsteigende Luft kann sich ein Segelflieger eben zunutze machen. Und das ist eben eine der Sachen, die man normalerweise möchte, weil dadurch hast du eben dann die Möglichkeit, viel länger in der Luft zu bleiben. Und dementsprechend sieht man auch vor allem bei an sonnigen Tagen eben Segelflieger hochgehen. Und das fand ich relativ interessant, weil vorhin war es eben noch gar nicht so sonnig, da war es schon relativ wolkenverhangen auch. Und trotzdem hatte ich eben so den einen oder anderen Segelflieger hochgehen sehen, hab mir gedacht, oh, sportlich, dass die es heute probieren. Aber jetzt ist tatsächlich noch die Sonne rausgekommen. Und ich habe gerade eben wieder einen hochgehen sehen da hinten, deswegen bin ich gerade aufs Thema gekommen, weil jetzt, wo die Sonne natürlich draußen ist, sind natürlich die Bedingungen für die guten Segelflieger um einiges angenehmer. Ist, by the way, auch eine sehr schöne Laufstrecke für mich. Also ich gehe relativ häufig ganz gerne mal spazieren, wenn das Wetter schön ist. Und dann laufe ich auch ganz gerne mal hoch zum Flugplatz. Und schau mal dann mal ein paar Sportflugzeugen beim Starten landen zu. Das ist tatsächlich auch eine sehr interessante Sache. So, Osiris Krummstab. Ach, das war stimmt. Das war das mit 100% Lebenskraftschadenswiderstand. Diese schönen One-Tricks, die genau für eine Sache gut sind. Und beim Rest relativ wenig drauf haben. Meine Güte, ich werde schon wieder ein bisschen müde. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, den hat es gerade umgenutzt. So, einmal kann ich hier noch ein paar Quests abgeben. Magnetos? Bitte, du bist hier willkommen. Klingendiskus der Flammen. Auf Wiedersehen. Ach, meine Waren. Okay. Es ist mir eine Ehre. Oh ja. Wie kann ich dir helfen? Ich habe voll vergessen, das letzte Mal hier meine Outfits zu verkaufen, die ich hier hatte. Auf Wiedersehen. So. Ich weiß jetzt übrigens nicht, ob ich das griechische Violett überhaupt noch gebrauchen kann. Ich habe es jetzt einfach mal auf Verdacht gekauft. Ich meine, ich müsste eigentlich alles soweit haben.
Okay. Sehr schön, und dann kann man hier durch. Ich bin merklich schneller, als ich das letzte Mal war. Ich meine, ich bin so von Anfang Rodos ähnlich, wie wir jetzt gerade standen. Bin ich nur bis Charon gekommen. Und jetzt habe ich hier noch 10 Minuten auf der Uhr. Wo ich locker noch das Monster im Styx mitnehmen kann und eventuell sogar noch ein bisschen weiterkomme. Wobei das wahrscheinlich immer noch nichts ist gegen den Speed, den mein Nachsinder an den Tag gelegt hat. Da habe ich ja jetzt auch nochmal festgestellt, dass der Charakter tatsächlich den kompletten Schwierigkeitsgrad episch in 12 Folgen gekillt hat. Was ziemlich sportlich ist, to be honest. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Obere wahrscheinlich weniger Tote dafür hat. Das ist ja auch eine Statistik, die ich ganz gerne mitnehme. Ich schreibe hier mittlerweile auch die ganzen Statistiken fertig. Ich hatte es schon mal erwähnt. Mittlerweile habe ich ein Dokument, welches für die Leute, die auf YouTube zuschauen, unter jedem Video in der Beschreibung verlinkt ist. Und in diesem Dokument steht jeweils für den Stand von YouTube. Ein paar Informationen, welche Charaktere ich wann gespielt habe. Direktlinks auf die einzelnen Schwierigkeitsgrade, wenn ein Charakter mit dem Schwierigkeitsgrad startet. Gibt es da Direktlinks zu. Es gibt ein paar weitere Statistiken dabei, wo eben angezeigt wird, beispielsweise wie viele Tode hatte ein Charakter, was war das die letzte Skillung, die der Charakter hatte, und so weiter und so fort. Da habe ich eine Liste drinnen für alle Charaktere, die immer auf dem Stand so aktuell, wie die Infos auf YouTube gerade sind. Was bedeutet das, Stand jetzt aktuell? Habe ich beispielsweise, ich glaube gestern oder vorgestern, die Liste so weit aktualisiert, dass die Zeit febisch eingetragen ist, deswegen hatte ich sie auch gerade noch im Kopf. Für den Nachsinnenden. Weil der Nachsinnende auf Stand YouTube jetzt endlich auf legendär ist. Was auch für uns bedeutet, also für mich im Speziellen, dass ich nicht mehr einen kompletten Charakter in der Vorproduktion habe. Da müsste ich mal wieder aufholen. Eventuell. So.
Ich meine, muss ich natürlich nicht, aber ich finde es immer relativ angenehm, wenn man einiges an Vorproduktionen hat. Gerade weil ich auch jemand bin, der eben relativ häufig gerne mal auf irgendwelchen Events ist und deswegen ein paar Tage lang nicht aufnehmen kann. Dadurch kommt dann eine Aufnahmesession, die rausfällt. So, und wenn es gerade so wie jetzt läuft, dass ich eben sage, ich habe eine Folge täglich, das sind eine Stunde täglich, die ich aufnehmen muss. Das heißt, ich muss irgendwie 7 Stunden die Woche aufnehmen, damit das Material, was ich vorproduziert habe, damit der Threshold nicht kleiner wird. Das ist schon eine Menge. Auch 19% der Verwendungswahrscheinlichkeit. Oh, guck mal, ein Wumms. Auf Legendär könnte tatsächlich, wenn es ein guter Wumms ist, könnte ich auf Legendär den eventuell, könnte der besser sein als der Morbius. Wobei der Morbius schon ein ziemlich starkes Item ist. Was da gerade los war. Wollten die mich CC'n? Crowd-Control-Effekte gegen den Eroberer. Das funktioniert nicht so gut. So. Sehr schön, dann würde ich sagen, bevor wir hier in die Höhle reingehen, oder keine Ahnung, was auch immer das sein soll, in den Eingang reingehen, sagen wir einfach, bevor wir das tun, machen wir einen kleinen Cut, denn ich muss mal kurz die YouTube-Folge für heute beenden. Wir sind schon wieder eine Stunde am Aufnehmen, dementsprechend, wenn ihr gerade auf YouTube zuschaut und euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ihr könnt auch wie immer gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen von der Challenge. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns auch hoffentlich in der nächsten Folge wieder von der Titan Quest All Classes Challenge. Bis dahin, macht's gut, macht's besser und ciao, ciao!